revoir, Frankreich, hola, España! Hola zu Runde Nummer 11 auf meinem Roadtrip. Ja, ihr habt es gesehen, letzte Woche war ich mit meiner Mutter an der Côte d'Azur unterwegs. Wir haben so ein bisschen die Jet-Set-Orte unsicher gemacht. Und diese Woche geht es mit einem ganz kurzen Stopover direkt weiter nach Andalusien, nach Südspanien runter. Langer Ritt, ich bin heute schon 350 Kilometer gefahren. Morgen werden es nochmal so 500, 600 bis nach Andalusien. Jetzt gerade habe ich einen kurzen Stopover ganz spontan hier in Barcelona gemacht. Hier war ich vor 5, 6 Jahren, die Stadt fand ich so cool. Habe es aber irgendwie dieses Jahr, wollte ich sie auslassen, auch aus Zeitgründen. Jetzt habe ich aber erfahren, dass eine Freundin hier ist und sie treffe ich gleich noch auf ein Abendessen. Das heißt, ganz kurzer Stopover, bevor es dann morgen weitergeht. Und dann geht es nach Alicante. Übermorgen hole ich dann meinen nächsten Besuch schon in Alicante am Flughafen ab. Und dann geht es direkt in die Alhambra, nach Sevilla etc. Alles, was da kommt. Und da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ich hoffe, meine Leichtigkeit kommt wieder so ein bisschen zurück. Die ist letzte Woche so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich bin ganz entspannt und denke, das wird schon. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf die neue Woche. Es wird richtig cool. Es steht viel auf dem Programm. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig spannend und richtig geil. Hola, hola, hola! Ja, genau 927 Kilometer bin ich in den letzten 2 Tagen gefahren. Ein ganz schöner Ritt, aber irgendwie ging es dann doch relativ entspannt runter, muss ich sagen. Gestern waren es nochmal knapp 550 von Barcelona hier nach Alicante. Und da bin ich jetzt hier in Alicante, gerade am Flughafen. Ich bekomme nämlich meinen nächsten Besuch. Die liebe Camilla kommt mich für ein paar Tage besuchen und das. Ja, die müsste jetzt so in einer knappen Stunde landen. Und dann schauen wir einmal nach Alicante und dann geht es weiter Richtung Granada und Alhambra etc. Alicante, die erste Nacht, naja, war nicht so schön. Ich sag mal, also die Stadt war nicht so schön. Und es wird hier bullenheiß. Also ich habe gestern Abend das erste Mal im Bus gelegen und habe gedacht, okay, es ist verdammt heiß, ich kann nicht schlafen. Mal schauen, wie sich das entwickelt, aber hier ist auch relativ karge Landschaft außenrum. Hier ein bisschen südlich ist die einzige Wüste Europas. Dementsprechend ist es hier trocken und heiß. Wie gesagt, mal schauen, wie sich das entwickelt die nächsten Wochen. Ja, jetzt erstmal hier am Flughafen und dann ja, sehen wir ganz, ganz entspannt weiter. Einen wunderschönen guten Morgen heute aus Granada. Neben mir läuft Camilla. Wir sind die letzten Tage hier zusammen unterwegs und werden auch die nächsten Tage zusammen unterwegs sein. Sind gestern aus Alicante hierher gekommen. Das waren nochmal knapp 380 Kilometer. Und hier ist eine verdammte Bullenhitze. Wir sind gerade unterwegs zur Alhambra. Das ist ja das absolute Highlight hier in Granada. Das ist ein islamischer Palastkomplex. Soll der absolute Kracher sein, wird überall empfohlen, das heißt, da müssen wir unbedingt hin. Wie es bei mir immer so ist, ich habe natürlich keine Ahnung, wie wir da hinkommen, deswegen laufen wir gerade etwas orientierungslos durch die Gegend und suchen einen Bus. Die Stadt an sich ist super schön. Wir waren gestern Abend hier ein bisschen unterwegs, ist sehr marokkanisch angehaucht, es gibt hier viele Shisha-Bars, man kann Tagine essen etc. pp. Also sehr, sehr schön. Aber das ist auch nur der erste Eindruck. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal nach oben auf den Berg und schauen, was da so los ist. The shallower grows, the fainter we go to the fade out now.
Gehen wir jetzt richtig? Ja. So, die Alhambra definitiv richtig, richtig cool. Insbesondere der Palast selbst. Sieht man die verschiedenen Religionen, Christentum, Islam. Also echt, macht definitiv was her. Richtig schöne Fresken. Super, super coole Mosaike. Also echt top. Außenrum die Gärten, richtig schön grün. Keine Ahnung, was sie hier an Wasser verblasen, um das so grün zu halten hier bei der Hitze. Ja, insgesamt könnten wir hier, glaube ich, einen kompletten Tag oder auch eineinhalb Tage verbringen in der ganzen Anlage. Wir haben es jetzt ein bisschen beschränkt auf einen halben Tag. Das reicht, weil jetzt wird es ziemlich warm. Ja, was mich überrascht hat, es war mega entspannt. Ich hatte mich auf römische oder florentinische Verhältnisse eingestellt, was die Wartezeiten angeht. Hat auch der Guide gesagt, aber wir haben fürs Ticket eine Viertelstunde angestanden und dann für den Palast selbst nochmal, glaube ich, 20 Minuten, also ganz entspannt. Aber wie gesagt, jetzt wird es ziemlich warm. Jetzt gibt es erstmal eine Mittagspause, nochmal zurück in die Stadt. Und heute Abend geht es nochmal raus ins maurische Viertel, vielleicht eine Tagine essen und ja, den Abend ausklingen lassen. Das nenne ich mal einen ganz, ganz entspannten Abend mit einem Bocadillo, also einem Sandwich, belegt mit Schinken und Käse. Alhambra Dosenbier. Passend zu Alhambra hier im Hintergrund. Da geht gleich der Mond hinten hoch. Richtig, richtig cool, haben wir gestern Abend schon gesehen. Das Leben ist gut, was soll ich sagen? Ohne Ende frittierter Fisch. Es gibt für uns ein bisschen Small Squid, also kleine Kalamari. Sieht richtig gut aus. So, und so sieht das jetzt aus. 250 Gramm richtig geile Baby-Kalamari für 6,50 Euro. Dazu noch ein Bier. Man stellt sich drin, holt sich sein Essen, setzt sich raus, nimmt ein Bier und isst. Und es ist sehr, sehr, sehr gut. Weil es so schön war, die nächste Runde. Mit Fischkroketten, Garnelen und Kalamari. Aber alles frittiert, das haben wir jetzt ein bisschen verrafft. Es gibt nämlich zwei Läden. Einmal, wo es das frittierte Zeug gibt und einmal, wo es das gekochte und irgendwie anders gegarte Zeug gibt. Also mal wieder frittiert, ziemlich fettige Angelegenheit, aber trotzdem saugeil. So, das war schon wieder die 11. Woche insgesamt. Ihr habt es gesehen, es ist nicht allzu viel passiert. Ich bin insgesamt 1630 Kilometer gefahren. Von oben Montpellier in Frankreich bis hier nach Cadiz in Andalusien, wo ich jetzt gerade bin. Ansonsten, wie gesagt, viel gefahren, zwei, drei Städte mit angeguckt. Über Barcelona und Alicante nach Granada, was definitiv ein Highlight war mit der Alhambra. Richtig cool, maurisch, viele marokkanische Einflüsse, marokkanisches Essen, also ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt hier, wie gesagt, Andalusien, ganz im Süden. Da bin ich gespannt, was hier passiert. Ich denke, ich werde jetzt so locker zwei Wochen hier bleiben. Jetzt geht es erstmal nach Tarifa weiter, wo ich bestimmt 4-5 Tage bleibe und dann mal schauen, wohin der Wind mich treibt. Es ist auf jeden Fall eine
Bullenhitze hier unten. Ich habe es ja gesehen, bei euch in Deutschland ganz genauso mit 38, 39 Grad. Ich habe immerhin noch das Meer hier. Ja, das ist ja mein großer Vorteil. Und ja, es ist bullenheiß im Bus. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Ich habe jetzt schon eine Nacht hier gehabt, wo ich kaum pennen konnte, weil es einfach so heiß war. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen wahrscheinlich. Aber auch das kriege ich irgendwie hin. Von daher, wie gesagt, eine kurze, entspannte Woche. Und jetzt geht es nach Tarifa, ans Meer weiter. Und da schauen wir, was passiert. Wie immer, unten das Video liken, wenn es euch gefallen hat, damit die anderen das auch sehen können. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit Woche 12. Da bin ich 3 Monate unterwegs, die Hälfte meines Trips. Der absolute Wahnsinn. Da freue ich mich drauf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss aus Cadiz.